Seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir werden jetzt das Versteck aufsuchen von den Banditenanführern und die Bande zerschlagen, um somit den nächsten Sektor zu erobern. Ja, also unsere Begleiter können wieder nicht mit. Ja, dann nehmen wir noch die beiden Triarius mit. Und hier den bisschen grimmig aussehenden Pullu, Titus Pullu. Siehst du das, Cleon? Der römische Legatus muss uns für einen kleinen Fisch halten, wenn er eine so kleine Gruppe nach uns schickt. Eine ganze Legion wäre nicht genug, um uns aufzuhalten. Jetzt, wo wir zusammen sind, Bios. Lasst uns diese Römer in kleinen Stücken zu ihrem Legatus zurückschicken. Oh je. Ich ahne nichts Gutes. Okay, jeweils 17 Lebenspunkte. Ja, 21. Und es kommt immer gegnerische Verstärkung hinzu. Wir müssen hier hoch und direkt eigentlich dann drauf, ne? Er hat noch den Logistik. Buff. Und ihr habt nämlich noch das Kriegshorn. So, jetzt direkt hier so hoch. Na gut, da bin ich mal auf jeden Fall gespannt, wie gut es klappt. Also ich ahne auf jeden Fall nichts Gutes dabei. Das ist schon mal gut, er erreicht ihn direkt. Aufschneiden. Okay, wir müssen jetzt hier erstmal direkt Schaden austeilen. Vor allem, die haben auch eine erhöhte Position, denn das könnte echt wehtun. Von den Bogenschützen aus. Ich denke, wenn ich jetzt hier die beiden Punkte einnehme, also von hier ein. So, dann sind die schon mal gut vorgerückt. Aber ich hoffe echt, dass die Bogenschützen jetzt nicht so viel Schaden raushauen. Jetzt doch lieber mit dem Schild noch weiter vor.
Okay, dann toi toi toi. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass unsere Prätorianer langfristig auch hier Materialien bzw. Gegenstände erhalten wie Pilum und Verbände. Defensive Formation. Langsam und gleichmäßig. Das ist schon mal sehr gut. Abgewehrt auch wieder. Das ist gut, dass wir jetzt so viele... Nein! Oh, Öl. Und jetzt auch noch die Reiscremefüße da. Habt nur Vertrauen in eure Fähigkeiten. Die Götter werden uns zum Sieg verhelfen. Boah. Kriegen doch einiges an Schaden. Glaubt ihr, ihr könnt mich erwischen? Denkt nochmal darüber nach. Ach, der kann sich auch noch tarnen. Okay, also ich denke, wir werden hier voll auseinandergenommen. Ich hätte die Gruppe, glaube ich, nicht so splitten sollen. Können auch echt oft angreifen. Schlag zu, Geschwister. Sie werden uns nicht kommen sehen. Also diese Seite sieht noch ein bisschen besser aus als die andere. Aber gut. Boah, der kommt da jetzt echt nicht ran, ne? Nochmal ein bisschen zurückgehen. Okay, so. Die kritische Stelle hier. Vor allem er kann sich tarnen. Die Leute müssen wir eigentlich jetzt erstmal bezwingen, sonst haben wir hier richtig Probleme. Verkrüppelt. Es gibt noch mehr, wo das herkam. Okay, sehr gut. Vier bis acht niederschlagen. Nimm mal hier den Schildschlag. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das brauchten wir jetzt. Da ist er ja sogar. Ach, jetzt kann er hier keinen Angriff machen, ne? Na gut, er löst dann hier noch so einen Angriff aus. 10 von 20 Leben. Ah, sehr bitter. Und hier sind auch noch Feinde. Was nochmal standhafte Blockade?
immer dieses Feuer. Bleibt standhaft! Lasst sie zu uns kommen! Flankiert. Nicht gut. Das war's mit ihm. So, brennt schon mal widerstanden. Er steht mitten in Flammen. Der Mann in Flammen. So, direkt jetzt erstmal einen Abwehrschlag drauf. Bis 9. Okay, gut. Er ist schon mal gut bearbeitet. Oh, er hat sogar noch ein bisschen Leben. Rempeln. Okay, das war ja gar nicht jetzt so verkehrt. So, wirkt bluten. Auch schon mal gut. Niederschlagen. Das ist jetzt brauchbar, sonst haut er uns noch ab. Vorrücken und zuschlagen! Okay. Er ist jetzt auch schon fast down. Wenn wir uns jetzt nächste Runde gut anstellen, könnten wir somit es hinbekommen. Ziel nicht mehr erreichbar. Hier sind, glaube ich, noch diese Krähenfüße jetzt wieder, ne? Schauen wir mal. Ja. Xhorn haben die noch für eine Runde. Wir werden ja richtig gut wischen müssen. Sie haben mich dieses Mal übel erwischt. Okay, wo liegt jetzt hier derjenige? Da unten auf dem Boden. Scheint so, als bräuchten die Römer eine Lektion. Legen wir los. Gut, feindliche Verstärkung ist noch angekommen. Wo liegt er denn? Da, noch einen einzigen hat der. Er fehlt. Na, sag mal. Ja, wegen dem Rauch jetzt hier, ne? Gut, dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal hier auf ihn. So. Bitte jetzt? Was? Jetzt muss er noch verbluten. Hier. So. Wartet, wo wollt ihr hin?
Bleibt und helft mir, euren Anführer zu rächen, ihr Feiglinge! Oh, das ist sehr gut. Da sind jetzt sogar ein großer Teil geflohen. Dann wäre es wahrscheinlich wirklich sinniger gewesen, von der einen rechten Seite zur linken Seite rüber zu gehen. Ah, nun gut, dann wirst du jetzt mal hier rüber wandern, mit unterstützen. Ah, die Krähenfüße waren da auch noch wieder am liegen. Oh Mann. So, verblutet in 4 Runden. Immerhin liegt er schon mal da. Aber unsere Leute sind hier auch richtig am Limit. Meine Stärke verlässt mich. Okay, gut. Also dadurch, dass er jetzt so lange hier ausgehalten hat, komm. Den machst du jetzt noch. Hier muss stehen. Ah, der kann hier keine ordentliche Attacke ausführen. Haben wir nochmal die Möglichkeit, mit Logistik ein bisschen zu pushen. Alle sind so verkrüppelt. So, jetzt nochmal hier Logistik rein. Trotzdem nicht wirklich viel weiter. Dann richten wir uns ordentlich aus. Indem wir hier diese Engstelle dann uns hinstellen. So. Kannst du ja noch eine Niederschlagen hier auf einem wirken. Gut, dann liegt er schon mal. Ich denke, ich kann in ihren Rücken kommen. Er hält immer noch Stand hier. Wie geplant. Sie laufen in unsere Falle. Gaius Fuvius Sita. Hält die Linie. So muss das. Du darfst dann auch den entscheidenden Schlag ausführen. Verfehlt. Gut, immerhin warst du die ganze Zeit dort standhaft. Aber das mit dem Rauch, das ist schon hier bitter. Wieder verfehlt. Ist okay. Es ist der Rauch. Aber jetzt er hier. Ich verschwende von hier. Ja, sehr schön. Leichte Verletzungen haben Marius Fronto und Titus Pullo erhalten. Aber sonst sieht es doch sehr gut aus. Das sollte die Sektoreroberung damit sein. Sehr, sehr schön. Hier ist noch eine Kiste. Was gut ist, ist, dass wir jetzt wieder Materialien, Handwerksmaterialien erhalten.
So, dann mal fix die unbrauchbare Rüstung. Materialien umändern. So, das waren die Schwerter mit Abwehrschlag. Die wollte ich behalten. So, hier Behandlung beginnen. Und Behandlung beginnen. Dass ihr jetzt nicht die Wunden schlimmer erhaltet. Und dann wieder zurück zur Karte. Sektor erobert. Sehr schön. So lobe ich mir das doch. Und jetzt können wir hier noch einnehmen. Müssen wir auch. So 8 von 9. Dann nehmen wir jetzt noch dieses Gebiet hier ein. Das sieht doch ganz gut damit aus dann. Okay, dann gehen wir mal kurz zurück zum Lager, werden uns wieder aufstocken. Lego Victrix versucht die Segelmühle in der Region Ikaya einzunehmen. So, Kampf entscheiden. Hier haben wir erhöhte Beute, weniger Überlebenschancen. Hier haben wir die vollen Überlebenschancen, dann nehmen wir jetzt auch ihn. So, wir werden mit der ausgedehnten Linie voranschreiten. So, dann werden wir jetzt hier mal den Ansturm durchführen. So, ein Manipel bricht ein. Wir müssen handeln. Was werden wir denn hier am besten machen? Ne, das Manipel opfern werde ich nicht. Wir werden dann mit gutem Beispiel vorangehen und sie endgültig zerschlagen. So, verfolgen werde ich nicht. Weil bei der letzten Verfolgung ist einer unser Centurio irgendwie umgekommen, warum auch immer. Wir haben eine hohe Moral und diesmal werden wir dann unsere Legion ein bisschen aufstocken. Sehr schön, ein paar Sklaven noch gekriegt. Sägemühle ist unser. So, die Legion ist wieder verfügbar. Dann werden die hier bekommen wir Sklaven. Dann können die ja eigentlich jetzt den Steinbruch bzw. Bauernhof, ne? Dann nehmen wir Bauernhof. Ich habe in Erinnerung, dass wir noch einen Bauernhof brauchten. Und wir werden jetzt unsere Vorräte wieder aufstocken. Die Verwundeten behandeln lassen am Krankenzelt.
Stopp. Hier, zack, rein. Mit dir hier rein. So, Waffenkammer könnten wir auch noch mal bestücken. Spekulatoreszelt. Du machst jetzt hier auch noch mal eine Rekrutierungsbreitbandseite. Schauen wir mal schnell rein, ob jetzt hier ein Fähiger noch drin ist. Loyal Bogenschütze Sagittarius. Gefällt mir. Ich glaube, den nehmen wir dann. Wir haben nämlich eigentlich gar nicht so wirklich einen Sagittarius, ne? Wir haben sehr viele Prinzipien und eigentlich sind die Bogenschützen gar nicht zu verachten. Fällt mir eigentlich ganz gut. Wen packen wir denn hier rüber? Mal schauen, wer jetzt hier in Frage kommen könnte. Eigentlich eher. Er ist jetzt nicht ganz so ausgerüstet. Er geht rüber. Dass wir noch einen weiteren Centurio haben. Ach, Legion ist auf einer Mission. Gut, da müssen wir noch ein bisschen warten. Braucht ihr etwas? Dann werden wir das nochmal kurz stoppen. Dass ich den Bogenschützen gleich nehmen kann, weil er mir gefällt. Er hat nämlich vorsichtig Plünderer. Okay, er ist auf jeden Fall ein Jäger. Schnellschuss, Vielseitigkeit. Sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Salve. Legate, kommt vorbei, falls ihr etwas Zeit habt. Die Ausrüstung, die ihr wolltet, ist fast fertig. Und wir können die neuen Pläne durchgehen, die ihr mir geschickt habt. Okay, ah, okay. Ape. Wieder Basisschaden minus 3. Schade, hat nicht so gut geklappt. Glaub's nicht, die Rüstung ist immer noch besser als die wir jetzt extra hergestellt hatten. Naja, gut. So, er bekommt wieder Harpe zurück. Auch gut, die ersten Verbände sind jetzt fertig für unsere Prätorianer. Nun denn, also. Ja, die bekommen nochmal die Verbände, die Triarius. So, Wurfmesser kann er hier noch erhalten. Stimmt, Werkzeuge müsste ich dann auch kaufen für die Pilum-Herstellung.
Schwert des Achilleus. Diebschaden 7 bis 11 und Ausfall. Und hier ist Diebschaden. Gut, dann kriegt er den Gladius. Und noch den Ausfall hier rein. Schildkracher. Schildschlag. So, hier rein. Schildstärke. Er hat hier hinkauern. Na gut. Ave Legate. Okay. Wollte jetzt nur sagen, dass die Ausrüstung fertig war. Können wir noch was Spezielles herstellen? Schauen wir doch mal, ob wir noch hier irgendwelche Anleitungen haben. Okay, das sind jetzt nicht so die, wie er erhofft hatte. Auch nicht jetzt die gerade begnadetsten praktische Gegenstände. Hohe Krähenfüße könnten wir noch machen. Aber eigentlich will ich die Pilums machen. Dafür brauchen wir noch die Werkzeuge. Und in der Vorpostenverwaltung könnten wir jetzt die Werkstatt. Kriegslisten. Hier haben wir Palisaden. Danach wäre das Lazarett möglich. Hier haben wir das Bad. Hier Mauern haben wir. Dann wären wir schon fast hier an der Schmiede. Dann bauen wir jetzt das Emporium. Die Mauern direkt. Warum auch immer es jetzt nicht geht. Vielleicht kann man jetzt nur einmal ausbauen. Ach, wird jetzt gerade ausgebaut. Ne? Dann muss man wahrscheinlich jetzt warten. Also ich könnte das jetzt bauen, aber warum jetzt hier nicht? Oder muss ich zuvor die Palisaden bauen um Stufe 1 und dann wahrscheinlich 2. Und dann muss ich jetzt die Palisaden bauen. Jetzt sind die frei. Okay, gut. Und dann komme ich endlich zur Schmiede. So, und dafür brauche ich jetzt einen Bauernhof und 2 Eisenmine. Okay. Gut, dann haben wir schon mal die Schmiede und können dann ordentliche Gegenstände herstellen, die uns mehr von Nutzen sind. Ich hoffe, alles ist gut. Alles klar. Ich freue mich darauf, euch dann in der nächsten Folge wiederzusehen. Es macht sehr viel Spaß mit euch zusammen. Und habet Dank. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Video. Euer Jorik Aurelius.